So kannst du deine Gefühle beeinflussen, indem du Dinge in deiner Umwelt veränderst. Zunächst einmal ist für uns wichtig, jedes Gefühl ist in der Regel auch mit dem Gedanken untrennbar verbunden. Je nachdem, was du denkst, hast du ein entsprechendes Gefühl. Wir wissen, Gefühle sind Feedback-Mechanismen auf die Dinge, die wir vor unserem inneren Auge sehen, die wir uns selbst im auditiven Denken mitteilen und in Bezug auch auf unsere Verhaltensebene entstehen. Und je nachdem, was auf unserer inneren gedanklichen Ebene oder unserer Verhaltensebene präsent ist, entsteht ein entsprechendes Gefühl. Schau dir hierzu auch nochmal das Video an, wie entstehen Gefühle. Jetzt ist es natürlich auch so, dass je nachdem, in welchem Zustand wir gerade unterwegs sind, in welcher Stimmung, in welchem Mood, wir entsprechend auch eine Beeinflussung der gedanklichen Ebene haben. Das heißt, wir haben schon so etwas wie Kreislaufprozesse da drin. Aber für uns ist gerade erstmal wichtig, jedes Gefühl ist in der Regel untrennbar mit Gedanken verbunden. Und jetzt ist es ja so, dass wir Menschen als Lebewesen in unserem Alltag unheimlich stark mit unserer Umwelt verbunden sind. Wir stehen in einem super engen Bezug und Austausch zu unserer jeweiligen Umwelt und reagieren vor allen Dingen relativ stark auf die Dinge, die in unserer Umwelt auf uns einwirken können. Gutes Wetter, eine Corona-Krise, unheimlich viele Dinge, die um uns drumherum passieren, die einfach mit unseren Gedanken wechselwirken, die wiederum Einfluss auf unsere Gefühlsebene haben. Und normalerweise sind wir Menschen daran gewöhnt, unsere Umwelt nach unseren Bedürfnissen anzupassen. Da sind wir große Meister drin. Wir sind die erste Spezies, die es geschafft haben, einen Effekt auf diesem Planeten zu hinterlassen, der irreversibel ist. Man wird immer erkennen können, dass dieser Mensch mal auf dieser Erde war. Und ich glaube, dass im Moment sehr viele Menschen mit der Coronavirus-Krise auch deshalb ein großes Problem haben, weil wir uns im Moment eben nicht in unserer gewohnten Freiheit unsere Umwelt und unsere Bedürfnisse anpassen können, sondern wir darauf im Moment gezwungen sind, uns mal unserer Umwelt anzupassen. Aber bleiben wir im allgemeinen Modus. Es geht darum, dass wir normalerweise ein relativ hohes Maß haben, unsere Umwelt günstig beeinflussen zu können. Das heißt, ich kann ja entscheiden, welche Dinge positioniere ich um mich drumherum. Dazu gehört am Arbeitsplatz meinetwegen, wie gestalte ich mein Büro. Dazu gehört im Schlafzimmer, welche Farbe habe ich in der Wand, welche Bilder hänge ich auf. Und das Wesentliche ist, je nachdem, welche Dinge in meiner Umwelt um mich drumherum positioniert sind, hat das einen Einfluss auf meine Gedanken. Und die Gedanken haben Einfluss auf meine Gefühlsebene. Warum wollen wir unsere Gefühlsebene überhaupt beeinflussen? Häufig ist es so, dass wir nicht nur unbedingt ein Gefühl haben wollen, sondern wir herleiten, je nachdem, welches Gefühl ich habe, kann ich auch davon ausgehen, dass ich mich in bestimmten Verhaltensmustern selber reflektieren kann. Das heißt, ich mache mehr für die Uni, ich gehe mehr zum Sport, ich liebe meine Familie mehr. Und da sind Verhaltensmechanismen drin, wo wir sagen würden, naja, wenn das entsprechende Gefühl da ist, dann sehe ich mich auch eher in diesem Verhalten. Wichtig ist auch, wir sollten uns nicht Verhaltensstrukturen aufbauen, wie zum Beispiel, ja, ich muss mich mal überwinden, mehr für die Uni zu machen. Ganz ehrlich, wenn ich mich schon überwinden muss, mehr für die Uni zu machen, kann am Ende auch nur Käse rauskommen. Wir dürfen überlegen, wenn es das gewünschte Verhalten ist, dass ich, bleiben wir mal bei dem Beispiel, mehr für die Uni mache. Dann können wir diesen Weg langsam zurückgehen. Welches Gefühl wäre gut dafür geeignet, dass ich mich in genau diesem Verhalten beobachten kann? Und mit welchem Gefühl können wir davon ausgehen, habe ich welchen Gedanken vorher erlebt? Welches gedankliche Konstrukt im Sinne von Bildern vor dem inneren Auge und Selbstgesprächen hatte ich im Vorfeld, um das Gefühl zu erzeugen, um mehr für die Uni zu machen? Und wir können noch einen weiteren Schritt gehen, nämlich welche Dinge solltest du in deiner Umwelt konkret positionieren? Was dir dabei hilft, deine Gedanken günstig zu beeinflussen, was dir dabei hilft, entsprechende Gefühle fühlen zu können, was dir dabei hilft, gewünschtes Verhalten bei dir beobachten zu können. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir besonders hervorheben können, ist, wir Menschen reagieren unheimlich stark auf etwas, was wir in der Betriebswirtschaft oder in dem Marketingbereich Usability nennen. Ein iPhone hat einen extrem hohen Usability-Wert. Wenn ich jetzt altes Nokia-Handy von früher nehme, wo man umständlich über, die etwas Älteren werden es noch kennen, T9-Tastenerkennung an den einzelnen Ziffern drücken musste und nach einer geraumen Zeit eine SMS geschrieben hatte.
niedriger Usability-Faktor, haben wir keinen Bock drauf. Wir Menschen neigen dazu, Dinge zu machen, wenn sie einfach sind. Ein Handgriff, wunderbar. Wenn ich schon einen zweiten, dritten Handgriff setzen muss, viel zu kompliziert. Wenn ich drei Läden fahren muss, um Klopapier zu kaufen, ja mein Gott, dann gehe ich lieber nach der Toilette einmal schnell unter die Dusche. Und was wir gerade hier herausarbeiten können, ist Folgendes. Du kannst Dinge in deiner Umwelt positionieren, die für dich einfach greifbar sind, die ein hohes Maß an Usability haben. Welche Dinge kannst du konkret in deine Umwelt modulieren, wo es dir einfach fällt, nach diesen Dingen zu greifen? Danach zu greifen bedeutet, die dir dabei helfen, auf die gewünschten Gedanken zu kommen, die mit entsprechenden Gefühlen einhergehen, die dir zum Beispiel dabei helfen, in bestimmte Verhaltensmuster zu gehen. Bei diesen gewünschten Verhaltensmustern kann es zum Beispiel darum gehen, wie kannst du mehr für die Uni tun? Du solltest dir Dinge in deine Umwelt positionieren, die du immer wieder in deinem Alltag sehen kannst. Zum Beispiel, wozu gehst du überhaupt studieren? Du möchtest einen tollen Beruf nachher ausüben, aber siehst du etwas von diesem Beruf, wenn du dich damit beschäftigst, du könntest gerade was für die Uni tun? Genauso jetzt auch gerade in Zeiten der Corona-Krise. Wie kannst du dir zu Zeiten von Ausgangssperre deine private, persönliche Umwelt so gestalten, sodass es dir leicht fällt, nach Dingen zu greifen, die dabei helfen, auf andere Gedanken zu kommen und mit dieser Situation jetzt gerade einfach auch besser zurechtkommen zu können? Insofern darfst du auch nochmal mit einbeziehen, wir zielen gerade auf gewünschtes Verhalten ab. Jetzt ist es aber auch so, je nachdem, wie wir uns fühlen, verhalten wir uns auch und je nachdem, wie wir uns verhalten, fühlen wir uns auch. Schau dir dazu nochmal das Video zum Thema Löwenbild an oder James Lange Theorie. Und wir können etwas in unserer Situation tun, indem wir Dinge in unsere Umwelt positionieren, die ein hohes Maß an Usability haben, die uns dann auch nachher dabei helfen, nicht nur in gewünschtes Verhalten reinzugehen, sondern auch in einen Kreislauf zu kommen und gutes Gefühl aufzubauen. Die Kernaussage dieses Bildes soll also lauten: Du hast in Bezug auf viele Dinge, die deine Gefühlsebene betreffen, viel mehr Kontrolle, als du glaubst, dass du vielleicht Kontrolle hast. Und eine der Möglichkeiten, konkret positiven Einfluss zu nehmen, ist, wie kannst du mit einem hohen Maß an Usability dafür sorgen, bestimmte Dinge in deiner Umwelt zu positionieren, die dabei helfen, auf bestimmte gute Gedanken zu kommen, die es dir einfach im Moment leichter machen, dich durch den Alltag zu bewegen und gute Gefühle zu haben.